Hallo liebe Fledermausfreunde, mein Name ist Franzi und heute darf ich dem Fledermausexperten Björn ein paar Fragen stellen. Ich habe gestern Abend am Nachthimmel eine große Fledermaus fliegen sehen. Sie war ziemlich weit oben und ist ganz schön schnell geflogen. Hast du eine Idee, was es gewesen sein könnte? Da hätte ich sogar mehrere Ideen. Da bräuchte ich jetzt noch ein paar Informationen dazu. Wie war denn der Flügelschlag der Fledermaus? War der eher so seicht, ganz flach seitlich, oder gingen die Flügel fast bis unter den Körper? Die gingen fast bis unter den Körper. Und der Flug war ziemlich schnell, hast du gesagt? Ja. Dann war es mit großer Wahrscheinlichkeit der große Abendsegler, die zweitgrößte Art bei uns. Okay, der große Abendsegler, wie groß wird er denn? Ja, von der Spannweite war so gut 35 cm. Es kommt darauf an, ob Männlein oder Weiblein, weil die sind noch ein bisschen unterschiedlich groß, aber im Durchschnitt so 35 cm Spannweite. Okay, und die Fledermaus, wo ich gestern Abend gesehen habe, die war ganz schön schnell unterwegs. Wie schnell können Fledermäuse denn fliegen? Das kommt auf die Art an. Und der Abendsegler, das ist eigentlich die schnellste Art bei uns und der fliegt bis zu 60 km/h schnell. Wow, das ist wirklich ganz schön schnell. Und wie machen das die Fledermäuse, dass sie nirgendwo dagegen fliegen? Wie orientieren die sich? Ganz wichtig vorweg, da sind Fledermäuse nicht blind. Fledermäuse können zwar sehen, aber nicht so gut. Und wenn es dunkel ist, dann hilft auch der Sehsinn nichts mehr. Und deswegen müssen sie sich mit Ultraschall orientieren. Und wie machen die das dann? Das funktioniert folgendermaßen. Die Fledermäuse senden einen Ultraschallruf aus, entweder über Nase oder Mund. Und dieser Ruf, der prallt an einem Gegenstand ab und kommt dann als Echo zurück. Und dann kann die Fledermaus eben erkennen, ob das ein leckerer Falter ist oder ein Hindernis ist, wo man drum rumfliegen muss. Und diese Rufe, diese Ultraschallrufe, die sind so hoch, dass wir die als Menschen gar nicht hören können mit unseren Ohren. Wissen wir dann trotzdem, wie sich Fledermäuse anhören? Kann man das irgendwie hörbar machen? Das kann man wirklich hörbar machen mit sogenannten Fledermausdetektoren. Und damit kann man quasi diese Ultraschallrufe in für uns hörbare Laute übersetzen. Und wie klingt dann so ein Abendsegler zum Beispiel? Der Abendsegler, der hat einen Plip-Plop-Ruf. Es gibt ja bei den Fledermäusen trockene Rufe und nasse Rufe, so grob kann man die unterscheiden. Und der große Abendsegler hat so einen typisch nassen Ruf, der sich wie ein Plip-Plop anhört. Da habe ich mal eine Aufnahme, die können wir uns mal kurz anhören. Okay, das klingt ja ganz schön interessant. Wenn die dann solche Rufe aussenden, dann müssen die bestimmt auch ganz gut hören, oder? Fledermäuse können sehr gut hören. Okay, ich habe schon mal von einer Fledermaus gehört, die heißt Langohr. Hat das Langohr wirklich lange Ohren? Genau, das ist auch eine Art, die kann besonders gut hören und da sind die Ohren so lang wie der Körper selber beim Langohr. Okay, dann habe ich eine Frage. Stören denn diese langen Ohren beim Fliegen? Ja, diese langen Ohren können natürlich hinderlich sein und zum einen beim Fliegen wirken sie immer so ein bisschen kopflastig und deswegen fliegen sie auch nicht besonders schnell. Also die sind genau das Gegenteil vom großen Abendsegler, die haben einen ganz gemächlichen Flug und fliegen so an der Hecke entlang. Und auch im Quartier kann auch so ein langes Ohr mal hinderlich sein oder im Winterschlaf. Da werden die langen Ohren dann einfach unter die Arme geklappt. Und was man dann als Spitzen sieht vorne, sind dann gar nicht die Ohren, sondern diese Ohrdeckel, Tragus genannt. Okay, und hat das Langohr noch eine andere Besonderheit beim Fliegen? Die Langohren, ja, haben noch eine Besonderheit, was auch der große Abendsegler nicht kann als schneller Jäger. Die Langohren, die können in der Luft stehen bleiben mit einem Rüttelflug. Kennt man vielleicht von Greifvögeln, wenn sie eine Beute erspäht haben und dann in der Luft stehen. Auch das können die Langohren und können dann direkt ihre Beutetiere von Blättern absammeln. Und von der Lautstärke her, wie rufen da Langohren? Bei den Langohren ist es so, die haben eher einen Flüsterruf. Die müssen ja nicht so laut brüllen mit ihren Riesenlöffeln, sondern haben eher einen leisen Ruf. Und oftmals hören sie direkt das Krabbeln oder die Geräusche der Insekten selber, wenn sie auf Beuteflug sind. Okay, super, vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch ein paar andere Fragen zu dem Thema, was wolltest du schon immer über Fledermäuse wissen? Dazu haben wir ein paar Kinder gefragt. Und da wurde eine Frage an mich herangetragen, die zum Beispiel, spielen Fledermauskinder miteinander und was spielen sie denn? Also so ein direktes Spiel ist mir jetzt nicht bekannt, aber was Fledermausjunge ganz gerne machen in den Quartieren, sobald sie ein bisschen beweglicher und agiler werden, dass sie Erkundungen machen. Das heißt, sie machen kleine Erkundungsausflüge, dass sie im Quartier umhergrabbeln oder auch andere Fledermausjungen besuchen und da eben so spielerisch umherwandern und krabbeln und das Quartier dann genau anschauen. Okay, haben denn Fledermauskinder Angst vor ihrem ersten Flug? Man kann die Angst, oder man kann es noch ein bisschen als Angst bezeichnen, die sind zumindest vorsichtig.
Das merkt man vor allem, wenn man Fledermausjunge als Pfleglinge hat, dass sie nicht gleich Vollgas geben und irgendwo runterspringen zum Fliegen, sondern sie machen erstmal vorsichtige Flügelschläge, dass sie irgendwo hängen, die Flügel ausbreiten, langsam anfangen zu flattern und auch nur nicht so hoch krabbeln zum Starten. Oder wenn man dann erst die ersten Flugversuche macht mit einer Bettdecke, dass man die schräg nimmt, und dann machen sie auch nur kurze Hopserflüge. Also ist eher vorsichtig, und das kann man vielleicht so ein bisschen als Angst interpretieren. Okay, vielen Dank. Was war denn als Fledermaus-Experte dein spannendstes Fledermaus-Erlebnis, das du hattest? Also mit Fledermäusen hat man ja generell viele spannende Erlebnisse, weil Fledermäuse ja einfach ein spannendes Thema ist. Aber es gibt so ein paar Erlebnisse, die haben sich einfach so auch eingebrannt, auch über Jahrzehnte. Eines meiner ersten Fledermauserlebnisse war zum Beispiel ein braunes Langohr im Arbeitszimmer von meinem Vater. Das hing da an einem Ordner, und das habe ich ewig lang beobachtet, bis es dann irgendwie zum offenen Fenster rausgeflogen ist. Oder es ist auch immer wieder spannend, eine Art zu sehen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Wie zum Beispiel eine Hufeisennase oder auch der Riesenabendsegler oder auch die Mopsfledermäuse. Das waren immer so Erlebnisse, wenn man die zum ersten Mal entdeckt und hat jahrelang immer nur in Büchern gesehen oder davon gehört und sieht es dann auf einmal wirklich in der Realität. Das ist dann immer sehr spannend. Das glaube ich sofort. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, und wenn wir noch weitere Fragen haben, dann kommen wir nochmal auf dich zu. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann schaut doch gerne nochmal bei uns rein. Wir haben auch noch andere Fledermaus-Porträts zusammengestellt, und bis zum nächsten Mal.